Tonight we handle. Ja, herzlich willkommen zum Ringer Guide. Wir befassen uns heute mit Rengar. Rengar, absolut toxischer Champion, super krasser Snowball Champion, absoluter Carry Champion, vernichtet Doom of Lord of 22-3. Was kann Rengar? Rengar kann extrem gut Leute bestrafen, die alleine rumrennen. Also in Lau Elo jeder. Rengar kann extrem gut Leute bestrafen, die schlecht sind. Rengar kann extrem schnell Leute toxic machen. Also überall. Und Rengar kann einfach One-Shotten und Spaß machen. Ihr wolltet schon lange mal so, Tobi, mach mal Rengar so mit Kombos und Tricks und alles. Und jetzt haben wir's und hier ist es. Wir fangen natürlich wie gewohnt mit den Skins an. Wer da keinen Bock drauf hat, klickt sich einfach durch und zu den anderen Sections oben in der Timeline. Ja, ansonsten, wir gucken einfach mal. Rengars normaler Skin, ja. Sieht eigentlich, ich finde so, ich muss sagen, ich finde diese Kralle unglaublich scheiße, ne? So eine kleine Piepmatzkralle. Da sind nur zwei so Zahnstocher dran, ne? Da muss so ein Schwert wie Trindamer sein, da so an die Hand dran, so, ne? So, peng. Aber nicht so, so zwei Piepskrallen, ne? Das hat mich mega abgefuckt. Er hat so, sind das Rasterlocken oder sowas? Keine Ahnung. Ansonsten, das Messer hier, das gefällt mir schon eher. Ich musste mir dennoch einen anderen Skin gönnen. Einige Champions sind ohne Skin nicht spielbar. Dazu gehörten damals die alte Soraka und der alte Warwick. Da musste ich sofort einen Skin kaufen. Wobei Soraka habe ich nie gespielt, deswegen habe ich mir auch keinen Skin gekauft. Aber Warwick. Ja, bei Rengar ist es nicht ganz extrem so schlimm, aber so ein bisschen schon. Deswegen habe ich mir auch direkt Hunter Rengar gekauft. Hunter Rengar ist absolut, naja, sahnig. Ist natürlich auch absolut Geschmackssache, aber hey, wir haben hier endlich mal so eine Klinge an der Hand. Und wir haben hier eine fette Klinge an der Hand und wir haben hier, das sieht ein bisschen, in-game sieht es tatsächlich noch ein bisschen besser aus, aber auf jeden Fall leuchtet er auch, glaube ich, so ein bisschen jedes Mal, wenn er seine Spells benutzt. Also ich glaube, er sieht ein bisschen anders aus, sieht insgesamt, finde ich, so ein bisschen fetter aus, wie so ein Predator, also wie so ein Vernichter, wie so ein, ja, weiß ich nicht. Dann kommen wir zu Night Hunter Rengar. Night Hunter Rengar, das Splashart sieht relativ cool aus. Der Skin sieht einfach schwul aus. Also dieser Skin, der sieht aus wie rot, wie ein Schlumpf in Rotkäppchenkostüm. Die Klinge hier, die sieht eher aus wie ein Butterstreicher. Und die Klinge hier sieht halt, die geht. Sind wir ehrlich, die geht. Aber das Ding hier, das ist ein Butterstreicher. Damit mache ich mir morgens meinen Toast mit Nutella. Habt ihr schon mal Nutella? Habt ihr Butter drauf und Nutella? Man würde ja denken so, dass das normal ist. So, ja, dass das die Firmen das so abstimmen. Ja, hey, erst Butter drauf und dann easy, das synergiert richtig gut, zack, Nutella drauf. Synergie kannst du total vergessen, da synergiert gar nichts, weil wenn du da Nutella drauf machst, das bleibt gar nicht kleben, das ist total scheiße, da sollten sie sich mal irgendwas überlegen, ich glaube, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der Skin einfach mega kacke aus. Wer den spielt, der ist einfach, der hat irgendwas im Leben verpasst, tut mir leid. SSW Rengar, super scheiße Rengar. Dieser Skin sieht sogar noch schlimmer aus als der andere Skin, also wenn ich diesen Skin in-game sehe. Die Klinge ist okay, ist jetzt aber, geht so. Die Dinger hier sehen aus wie die von gerade, nur in anderer Farbe. Das ist doch kein Jäger, das ist kein Raubtier, das ist ein, das sieht aus wie, keine Ahnung, jemand, der morgens joggen geht oder so. Kein Plan, aber das sieht mega scheiße aus. Tut mir leid, der Skin ist noch schlimmer als der von gerade. Also geht gar nicht. Also eigentlich könnt ihr nur Hunter Rengar spielen. Dankeschön, tschüss. Wir kommen dann auch zu den Runen und bei den Runen gibt es etwas Variation. Ich zeige euch, was geht. Wir packen in Gelb immer Armor rein. Ja? In Gelb kommt immer Armor rein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wir fangen erstmal mit den Red und den Quintessenzen an. Das Ganze ist so, je mehr also Armor-Pen ihr habt, umso krasser seid ihr so ab Level 6, 7, 8 rum in der Gegend und könnt richtig krass zerstören. Je mehr AD ihr habt, umso stärker seid ihr im Early Game, so bis Level 6, 7, nur die Richtung halt. Ne? Das heißt, im Jungle ist das hier so die, wenn ihr noch nicht so krass dabei seid, dann würde ich euch diese Seite empfehlen. Das heißt, ihr habt ein bisschen AD und ein bisschen Armor Pen. Wenn ihr richtig am Limit seid, dann geht ihr Full Armor Pen, ja. Im Jungle seid ihr noch nicht die ganze Zeit der Battlestar Galactica. Das heißt, ihr seid nicht permanent am Traden. Und ich würde euch definitiv Full Armor Pen empfehlen, so dass ihr es. Also, es ist schwerer, es macht den Early Jungle Clear schwerer, aber ihr macht extrem krassen Damage an Squishies, ja. Das ist quasi der Weg. Auf der Top-Lane könnt ihr ebenfalls Full Armor Pen gehen. Da ist jetzt aber komplett eure Variation, ja. Also es gibt Rengars, und dazu zähle ich auch, die spielen sehr, 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 sehr aggressiv im Early Game. Und da wäre Full AD stärker, ja. Wenn man direkt mit Level 1, 2, 3, 4 richtig Gas geben will, ist Full AD stärker. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr geht so ein Mix aus Armor Pen in Rot oder Quintessenz und das andere in AD.
Oder geht Full Armor Pen. Ich glaube, auf der Toplane würde ich das variieren. Im Jungle würde ich mir angewöhnen, mit Full Armor Pen zu spielen. Bei den Blauen sieht das Ganze so aus, wir wollen Cooldown Reduction. Die Frage ist, wie wollen wir das abhandeln? Wir haben drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass wir sagen, wir gehen einfach Full CDR. 15% Full CDR. Finde ich nicht so geil, weil ich brauche nur 10%. Mit meinem Bild, den ich fahre, brauche ich nur 10%. Wenn ihr den Crit-Bild fahrt, dann könntet ihr diese nehmen, 15%. Das kommt natürlich auf eurem Bild, das müsst ihr abpassen. Ja, das ist. Ich sage einfach, welche Möglichkeiten ihr das habt, ihr passt das an bei euch. Die Möglichkeit, die ich gerne spiele, ist diese hier. Die habe ich ja schon öfter vorbereitet oder vorgestellt. Das sind 10%. Wir haben 5% direkt und 5% Scaling. Die andere Methode wäre, dass ihr sagt, ihr geht komplett auf Flat. Das wäre, wo habe ich denn die scheiß Runen jetzt da? Das heißt, ihr habt 7,5, weil 7,5 nicht so geil ist wie 10, gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Armor Pen rausmachen und nochmal eine Scaling reinmachen, ja. Was ich machen würde, wäre entweder diese Seite. Das ist wirklich so, müsst ihr, ist absolut Geschmackssache, wie ihr das mögt. Das wäre entweder diese Seite, diese spiele ich persönlich. Ansonsten habt ihr, würde ich diese 5% Seite nehmen oder die 7,5er. Das ist so, wie ihr es macht. Masteries technisch gehen wir auf jeden Fall in den Cunning Baum, weil Sunlords einfach OP ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, ich würde definitiv Armor Pen nehmen, weil Armor Pen eine sehr große Rolle spielt bei Rengar. Auf der Top Lane könnt ihr das hier nehmen, weil ihr jedes Mal, wenn ihr auf den Gegner springt, 10 Gold bekommt, was ziemlich strong ist. Könnt aber auch das gehen, das ist eure Wahl, müsst ihr schauen. Ansonsten im Jungle, das ist so die Variation, ihr könnt das nehmen oder ihr könnt das nehmen. Das ist beides so, ja, schwierig. Im Jungle würde ich definitiv das hier aufnehmen und dann habt ihr diese Möglichkeit hier, um das reinzugehen. Ja, das ist eigentlich schon alles. Das ist eigentlich schon alles. Achso, Thunderlord, man kann Storm Raider Search gehen. Storm Raider Search könnt ihr ausprobieren. Hilft euch, nach dem Kill wieder rauszukommen meistens. Also meistens killt ihr den ja eh instant. Thunderlord ist natürlich geiler, gerade zum Snowballen. Ja, oft braucht ihr, ihr braucht so diese ersten 2-3 Kills und dann explodiert ihr. Und das geht mit Thunderlords einfacher. Wenn ihr auch diese ersten 2-3 Kills ohne Thunderlords kriegt, dann Storm Raider ist natürlich mega nice. Ja, Spells ist jetzt interessant im Jungle. Flash Smite auf der Top Lane. Viele Möglichkeiten. Grundsätzlich kann man natürlich immer sagen, Toplaner Flash Teleport. Die Möglichkeit gibt's, ja. Flash Teleport für Impact und so weiter. Die nächste Möglichkeit wäre, dass ihr sagt, Flash Ignite für richtig sneakige Early Kills. Oder Flash Exhaust. Das geht auch. Flash Exhaust, das wird auch von vielen gespielt. Ist auch eine gute Möglichkeit. Ist halt so, weil Rengar relativ guten, konstanten Schaden hat, weil er immer wieder seine Spells relativ schnell aufkriegt. Und deswegen würde ich euch das auch empfehlen. Aber das müsst ihr halt schauen. In Low Elo würde ich mit Flash Ignite spielen, weil die Kills euch quasi zufliegen. Wenn ihr Map Presence braucht, Flash Teleport. Wir kommen dann nun zu Rengars Items und bei Rengars Items kann ich euch direkt sagen, es gibt nicht den einen Bild. Jeder Rengar spielt anders, jeder spielt, wie er gerade das so für sich hält. Denn das Ding ist, es gibt viele Möglichkeiten, Rengar zu spielen und es kommt halt auf euer Game-Style an. Ihr müsst gucken, welcher Bild passt zu euch, welcher Spielziel passt zu euch, welcher Bild gefällt euch, welche Items gefallen euch und welche Items passen zu eurem Spielziel. Ich kann euch aber grob schon mal ein Core-Bild geben. Ja? Das heißt, der Core-Bild fängt an, wir fangen mit Handelsmachete an, gehen in 3-Pot, wenn ihr Schwierigkeiten im Early-Game vor allem noch habt mit dem Jungle-Clear. Wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, würde ich euch die Refillable Potion empfehlen. Zweite-Item haben wir das Blaue oder das Rote. Ich würde euch das Rote empfehlen, das Blaue geht aber auch. Gönnen uns dann mit dem Smite-Item zusammen die Schuhe. Und, also das wäre so der optimale Bag, wenn es geht. Ansonsten nur das Blade. Und haben jetzt die Möglichkeit, aufs Warriors Enchantment zu gehen. Das Warrior Enchantment gehen dann. Also Yumus ist auf jeden Fall das krasseste Core-Item, ja. Yumus gehört zu allen Builds dazu. Yumus gibt uns alles, was wir brauchen. CDR, Armor Pen, also 20 Armor Pen ist ultra viel, richtig viel AD und einen geilen Effekt. Und gönnen uns die CDR-Boots. Wann ihr die CDR-Boots platziert, müsst ihr entscheiden. Ihr könnt es mit dem Blade zusammen machen, ihr könnt es auch hier vormachen, ihr könnt es auch danach machen. Das müsst ihr für euch entscheiden, wie das so zu euch passt. Gehen dann, jetzt haben wir übrigens schon 40% CDR, 10%, 20%, 30% plus 10% Ruhen. Gönnen uns hier nach einen Tiamat, der gute, schöne Tiamat, habe ich ihn irgendwo, Tiamat, da haben wir einen Tiamat. Gönnen uns einen guten Tiamat und könnt diesen hier auch schon upgraden. Wenn euer Game ganz gut läuft, könnt ihr den hier auch schon upgraden. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Armor-Pen-Geschichte rein. Also was jetzt, das ist so der Core-Build, würde ich sagen. Man kann sagen, das hier ist der Core-Build, ja. Das ist der Core-Build, die Hydra könnt ihr ganz am Ende upgraden oder direkt upgraden. Wenn ihr jetzt eher sagt, ja, hey, die Gegner haben echt viel Magie-Damage, dann würde ich euch empfehlen, so einen Hextrinker zwischenzuschieben. Hextrinker würde ich direkt mit dem Armor-Pen hier anfangen. Der Armor-Pen, die Armor-Pen, das Armor-Pen bringt uns wieder extrem viel True-Damage zusammen mit unserem ganzen Armor-Pen, den wir sowieso schon in unserem Bild haben. Können das Ganze auch overkrass übertreiben mit einem Dustblade auf Draktar. Das ist absolut, Draktar finde ich nicht so geil auf Rengar, muss ich sagen.
Müsst ihr für euch entscheiden. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt halt auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, ja, hey, die haben jetzt gar nicht so viel Magie-Damage, lohnt sich eher nicht so. Dann kann man auch die Möglichkeit zwischen Infinity und, ich nenne es mal, Trinfinity gehen. Das heißt, dass man in Infinity und in Trinity geht. Das sind zwei Möglichkeiten. Müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr das Band Ganze bauen wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr eher auf Phantom Dancer geht oder auf ein Statix. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Phantom Dancer, Statix oder auch sogar beide geben euch extrem viel Crit. Ihr könnt natürlich auch sagen, ja, hey, ich gehe jetzt hier Hextrinker, hab das so schön gebaut, hab den Hextrinker vielleicht hier gesetzt. Und mein Game, also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte, also das hier ist so der Core-Build. Das hier ist so der Core-Build und jetzt haben wir die Möglichkeit, ich sage, ja, hey, ich platze die ganze Zeit, ich werde gefokust, mein Game läuft nicht so gut oder ich kann mich nicht so gut platzieren, ich werde halt die ganze Zeit von Vi, Rengar, alles. Dann könnt ihr sagen, hey, Gear ist immer ganz nett für Assassinen, so, weil sie halt instant meistens kaputt sind. Da bringt auch meistens ein Render jetzt nichts. Und so ein Gear kann da sehr, sehr gut helfen. Wenn ihr sagt, hey, die Gegner haben so ein, zwei richtig fette, tankige Ziele, kann auch ein Lord Dominix hier helfen. Das ist halt sehr situativ. Deswegen müsst ihr wissen, wann baue ich was. Es gibt nicht den Build zack, 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 sondern wann baue ich was. Was passt zu mir? Der nächste Build, den wir jetzt vorstellen, das wäre das Crit-Build. Das bedeutet, wir gehen das, wir gehen das, wir gehen das. Das ist der Core, den habe ich vorgestellt, das bleibt so. Als nächstes gehen wir auf das gute Statics, bringen das Phantom Dancer-Teil hinterher und dann das Infinity-Ding dahinterher. Haben jetzt hier 20%, 30%, also 50% und hier nochmal 30%. Das heißt, wir kommen auf 80% Crit, was ein sehr, sehr krasser Wert ist. Und können ziemlich viele Ziele ziemlich schnell erschießen. Der Top-Lane-Crit-Build würde so aussehen, dass wir mit einem Doran's Blade anfangen. Ihr könnt auch sagen, ihr fangt mit einem Longsword an. Ihr könnt auch sagen, ihr fangt mit einem Doran's Schild an. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Klaus Armor anzufangen. Da kommen wir aber später zu. So, das heißt, wir kommen hier mit dem Doran's Blade, versuchen unseren First Bag, wenn es möglich ist, ein Tiamat, diese Geschichte zu bauen. Bringen das Ghost Blade hinterher. Boots ist genau das gleiche Spiel wie vorhin. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auch mit, wenn ihr gerade extrem roamlastig seid, könnt ihr auch die Mobility Boots mit reinbringen. Das Doran's Blade packen wir hier mal raus. Bringt dann als nächstes, das ist eine Methode, die ich festgestellt habe, die sehr, sehr cool ist, ist aber eure Entscheidung. Bedeutet Infinity, beziehungsweise BF Sword, Pickaxe, jetzt das Statix und sobald wir das Statix fertig haben, bauen wir das Infinities. Dahinterher quasi. Runden das Ganze entweder mit einem Phantom Dancer oder sogar mit einem Trinity, ich würde hier ein Trinity empfehlen, ab. Und bring dann zum Ende nochmal die Hydra mit rein. Das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, ihr könnt auch das Phantom Dancer Blade hier mit reinbringen. Es gibt auch einige Rengar-Spieler, die spielen ohne das Smite-Item. Bedeutet, die fangen nur mit der Machete an. Und bauen nicht das Skirmisher Saber, beziehungsweise das Warriors-Ding hier aus. Falls ihr diesen Weg gehen solltet, würde ich euch empfehlen, dass ihr zum Beispiel dann statt das Enchantment Warriors hier ein Death's Dance mit reinbringt. Death's Dance gibt euch viel AD, gibt euch gute Werte und gibt euch die 10% fehlenden CDR, die euch fehlen. 10% fehlenden CDR, die euch fehlen, um das Ganze dann quasi abzurunden. Das heißt, euer Bild würde so in der Richtung aussehen. Natürlich geht ihr Ghostblade vorher, könnt ihr auch den Tiamat noch vorher mit reinbringen und das Hydra-Ding. Aber ich würde euch empfehlen, irgendwo hier, ihr könnt auch sagen, ihr geht den Hammer, geht dann Tiamat und geht dann quasi Phantom Dancer, damit ihr schon mal die CDR hier mit reingebracht kriegt. Ist aber was sehr, sehr Spezielles und wenn ihr so weit seid, dann braucht ihr auch diesen Guide hier nicht. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ihr geht Off-Tank-Ranger bzw. Tank-Ranger. Tank-Ranger kann stark sein, finde ich persönlich aber nicht so geil, weil Tanks, die kein CC haben, sind immer ziemlich useless, finde ich. Aber das ist abhängig. Tank-Ranger kann auch sehr, sehr stark sein. Items, die auf Tank-Ranger sehr, sehr gut stehen könnten, also Ghostblade, man kann natürlich am Anfang. Also ihr habt die Möglichkeit, direkt komplett Full Tank zu bauen. Oder ihr geht anfangs ein bisschen auf Damage, sodass ihr euer Early Game stark seid. Und dann, wenn ihr merkt, hey, wir brauchen einen Tank, könnt ihr am Ende ein bisschen Tankiness reinbringen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel immer noch diese Möglichkeit aus diesen beiden Items gehen. Und jetzt könntet ihr jetzt so langsam. Ich nenne einfach mal ein paar Items, die cool sind. Das wären zum Beispiel zum einen die Titanic Hydra. Was cool wäre, wäre das Sterax. Das wäre noch cool. Ein Black Cleaver ist noch ganz nett. Ihr könnt auch sagen, welche Items sehr, sehr cool sind, ist das definitiv. Das ist das Spirit Visage, was eurem Heal extrem krass erhöht. Der Advanced Plate ist ein sehr, sehr cooles Item. Im Prinzip ist auch Hextrinker ein sehr, sehr cooles Item, weil es euch ja auch ebenfalls Off-Tank-Stats gibt. Und natürlich dann irgendwelche defensiven Schuhe, zum Beispiel Mercury's Boots. Und das sind einfach, da gehe ich jetzt mal nicht tiefer drauf ein, weil ich das nicht persönlich nicht so gut finde. Vor allem in Low Elo würde ich eher die Full AD-Tank. Vor allem zum Carrying würde ich eher die Full AD-Varianten nehmen. Aber ich habe es mal erwähnt und da im Prinzip könnt ihr mich nicht flamen dafür. Das hier sind wie gesagt so die größten und die meist vorkommenden Builds, aber es gibt halt Millionen Arten und Varianten auch, wie man die Items setzt und verschiebt. Aber so habt ihr einen groben Einblick und wisst, wo in welche Richtung ihr gehen müsst.
Jo, meine Freunde, auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier reingeschaltet habt zum Guide-Part Nummer 2. Wir werden uns, jedes Mal sage ich das ja, wir beschäftigen uns natürlich mit Rengar Skills und Combos. Wer hätte das gedacht? Wir fangen auch natürlich, wer hätte das gedacht, an erstmal zu flashen. Nein, wir fangen mit der Passive an. Eigentlich hat Rengar 2.